Aber das wäre halt keine richtige Herausforderung. Eigentlich will ich die ganze Zeit versuchen, ihn zu backstabben. Aber das klappt irgendwie nicht, weil er viel zu schnell tänzeln kann. Und er kann Shield breaken. Speer ist in Gefahr. Das ist natürlich auch weniger schön. Und da bin ich gestorben. Ja, und als NPC freut er sich natürlich. Wie ich sagte, der erste Tod, den wir hier ereilen. Gut, ich denke mal, für den zweiten Versuch rufe ich den, doch das Phantom. Also mache ich mich jetzt erstmal wieder menschlich. Da ich in Hüllenform sowieso ziemlich eklig aussehe. So, erstmal du weg. Und du weg. Ja, so können wir wenigstens noch ein paar Seelen sammeln. So, weg mit dir. Weg mit dir. So, jetzt müssen die Skelette wieder weg. Erst du. Dann du. Und dann kommt noch da hinten einer. So. Ich räume jetzt erstmal die Skelette aus dem Weg. Jetzt werden es nämlich gerade 3 Stück. Das könnte garstig werden. So, und der letzte, der ist in einer Konterstellung. Wenn ich das richtig sehe. Gut. Weg mit den dreien. Jetzt muss ich als nächstes mir meine Seelen wiederholen. Ohne dabei von den 3 Hulk Turtles da oben getötet zu werden. Dann gehe ich zurück und hole mir das. Wenn ich hier aufgeräumt habe, hole ich mir das Phantom. Dann locke ich ihn wieder an. Wow. Mich von denen umzingeln lassen ist keine gute Idee. Wow. Hier runterfallen allerdings auch nicht so. Rennt er jetzt wieder da hinten lang? Nein, er kommt zurück. Ah, okay, nach links rollen. Auch nicht so der gute Plan. Das war besser. Ja, schlag ordentlich zu. Und genau, töte dich selber. So, verlorenes Gut zurückerlangt. Damit habe ich meine Seelen wieder. Um das eine Menschenbild ist es ein bisschen schade, aber das macht nicht so viel. So, weg mit dir. Wir kriegen nämlich später genug Menschenbilder. Erstmal müssen wir gucken, dass wir den hier wieder loswerden. Gibt sogar ziemlich viel später eine Stelle, wo man die farmen kann, die Menschenbilder. Wenn auch ich die Stelle nicht sonderlich mag. Wow. Au. Hat man dir nicht beigebracht, dass es nicht fair ist, einem in den Rücken zu schießen?
Gut, ich hole mir jetzt das Phantom. Der wird als erstes wahrscheinlich den Schützen wegballern. Das ist nämlich ein Magiephantom. Hier, der ruinierte Alphys. Und ja, ich mache das einfach nur aus dem Zweck, weil der Finstergeist ziemlich stark und eklig ist. Wie man gesehen hat. Und normalerweise mit dem Phantom ist er viel besser machbar. Vor allem, weil das Phantom gerne Aggro ziehen kann. Genau, der feuert jetzt erstmal auf den hier. Oder auch nicht. Und das Phantom hält zum Glück einiges mehr aus als wir. Hat aber halt den Nachteil, es hat einen Timer. Das heißt, wir sollten uns beeilen, was den Kampf angeht. Weil sonst ist das Phantom weg und wir stehen wieder alleine ihm gegenüber. So, komm ruhig her. Er klettert mit mir hoch. Das heißt, wir haben hier oben wieder unsere Kampfarena. Das ist nämlich der beste Ort, um gegen ihn hier zu kämpfen. Meiner Meinung nach. So. Genau. Er lenkt ihn nämlich ab und wir können ihn genauso exekuten. War ziemlich gut. Das ist fast schon ein bisschen lame, was wir hier gerade treiben. Wenn er jedoch es auf uns abgesehen hat, müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Seine Waffe macht gar nicht so viel Schaden. Was halt den Schaden macht, wow, sind seine Zauber. Gut, Finstergeist wurde besiegt. Wir können uns vor Alphys verneigen. Als Dank dafür, dass er uns geholfen hat. Und wir haben das Menschenbild, was wir gerade verloren haben, zurückgekriegt, weil jedes Phantom grundsätzlich ein Menschenbild droppt. Und ja, hier sind gerade irgendwelche Leichen wieder runtergefallen. So. Hier durch. Jetzt können wir erstmal hier oben eine Truhe plündern. Hier ist nämlich eigentlich ein ganzes Set drin, nämlich das Jäger-Set. Das man sogar aus dem ersten Teil kennt, da kann man nämlich einen Jäger machen und hat das Set bis auf den Hut von Anfang an. So. Und hier ist das absolut sinnloseste Leuchtfeuer. So, Alphys mal aus dem Weg drücken, das Leuchtfeuer haben wir jetzt schon mal entfacht. Und dann können wir noch hier reingehen. Und können sogar dieses Mal den Riesenbaumsamen mitnehmen. Das ist cool. Das hier ist nämlich wieder ein Riese, der im Frieden ruht. Diesmal, also diesmal kommt nicht die Nachricht, es passiert nichts. Wieder hier und dann Riese. Jo. Geschafft. Ja. Nachricht lesen. Schatz voraus. Dieser Riese hat nämlich im Gegensatz zu dem anderen Riesen, den wir vorhin gesehen haben, wo stand, hier passiert nichts, nur den Zweck, dass er den Riesenbaumsamen droppt, den wir gerade aufgesammelt haben. Allerdings droppt er die nicht immer. Ich habe irgendwie noch nie richtig rausgefunden, was die Voraussetzungen sind, dass der getriggert wird. Aber scheinbar gibt es Voraussetzungen dafür. Und der Riesenbaumsamen hat eigentlich nur den Zweck, wo ist er denn? Feinde reagieren auf Eindringlinge aus anderen Welten. Also normalerweise reagieren die Gegner nicht auf Phantome, also auch nicht mal auf Spieler. Und ich kann das Leuchtfeuer nicht benutzen, weil Alphys noch da ist. Ja, auch cool. Ich muss also jetzt erstmal warten, bis Alphys abklingt. In der Zeit könnte ich fast schon zum anderen Leuchtfeuer zurückrennen. Weil ihn einfach mit dem schwarzen Lebewohlkristall wegschicken, den ich habe. Wo bist du denn? Schwarzer Tränkkristall. Das hat nicht so viele
Vorteile. Hier steht nämlich ein Symbol des Abschieds, das schon seit Urzeiten weitergereicht wird. Der Kristall schickt andere in ihre Heimatwelt zurück oder euch in eure. Ob Begegnungen hoffnungsvoll oder tragisch enden, sie sind jedoch kostbare Erfahrungen. Hütet euch vor übermäßigem Einsatz dieses Objektes. Ich habe es noch nie benutzt, muss ich ehrlich zugeben. Also das würde ich echt nur dann benutzen, wenn ich im Koop oder PvP beschworen wurde und der Spieler sich einfach mal entschieden hat, eine halbe Stunde AFK zu gehen. Dann würde ich mich wahrscheinlich zurückziehen aus dieser Welt, aus seiner Welt. Aber ich würde grundsätzlich niemanden wieder wegschicken. Also nicht mal Phantome. Also Invasoren, rote Phantome. Finstergeister, so heißen sie. Ganz einfach, es ist nervig, manchmal gegen sie zu kämpfen, vor allem wenn man gerade vorher gestorben ist und sie einen dann invasieren. Das Timing hatte ich nämlich schon ein paar Mal. Da waren einfach mal so 30.000 Seelen weg. Aber auf der anderen Seite gehört es einfach zum Spiel dazu. Das ist Dark Souls, das ist schwierig. Hier gibt es einfach ab und zu mal, ich finde es lustig, wie die Schwerter hier stehen. Das ist auch so ein Glitch von diesem Wackdolls. Ach ja, und hier im Dunkeln beschwört er seine Lichtkugel wieder. Ja, das ist einfach, wie ich sagen wollte, Teil von Dark Souls 2 das, oder Dark Souls allgemein, dass man ab und zu mal auch eins auf die Nase kriegt. Oh ja, Aufgabe erfüllt. Schatten von ruinierter Alphys ist zurückgekehrt. Ja. Gut. Die Seelen möchte ich jetzt erstmal gern ausgeben. Aber nicht in Stärke, was ich eigentlich bräuchte, sondern in andere Attribute. Stärke können wir nachher dann machen. Nach dem nächsten Boss am besten. So. Ja. Kennen wir alles schon. Jetzt möchte ich gern aufsteigen. Also ja, Stärke, Geschicklichkeit sind beides auf 15. Ich würde gerne meine Vitalität auf 15 bringen. Oder meine Konstitution noch etwas steigern. So. Für noch einen Aufstieg fehlen mir 300 Seelen. Ich habe allerdings noch Seelenbatterien, die ich benutzen kann. Ich benutze am besten alle. Oder ne, ich benutze nur die zwei. Dann kann ich noch zwei Level aufsteigen. Es hat nämlich einen Nachteil, hier Seelen auszugeben. So, gerade für die zwei Punkte. Man erhöht nämlich sein Seelengedächtnis. Und das ist nachher ziemlich blöd, wenn ich Koop machen will. Also das hier drüben ist das Seelengedächtnis. Oder die Seelenerinnerung. Die tut nämlich festlegen, mit was für Leuten ich Koop oder PvP machen kann. Also die Leute brauchen ungefähr dasselbe Seelengedächtnis wie ich, plus minus 10%, so mal Pi mal Daumen jetzt gesagt. Sonst kann ich sie nicht beschwören oder von ihnen beschworen werden. Was gerade im späteren Verlauf, wenn ich einem bestimmten Eid beitrete, ziemlich schwierig ist. So, ich will zurück in den Kardinalsturm, weil die Soldatenrasse, das war dieses nutzlose Leuchtfeuer, was wir freigeschalten haben, aus zwei Sinnen nutzlos. Erstens, das Kardinalsleuchtfeuer ist nicht weit weg. Wenn man da nämlich ankommt, hat man alles getötet, man kann einfach normal zurückgehen. Zweitens, wenn man hier spawnt und das Leuchtfeuer verlässt, also in diesen Bereich geht, wo der Finstergeist gespawnt ist, sehen einen alle Hulk-Turtles und werden sofort aggro und rennen auf einen zu. Also ist das kein sehr schönes Leuchtfeuer. Deswegen ignorieren wir es und gehen zum Kardinalsturm zurück. Übrigens, die Händlerin hier ist zu einem anderen Ort gegangen. Zu dem wir aber auch demnächst kommen werden. Was heißt, zu dem wir kommen werden? Sie ist zum Nachmatschula gegangen, Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade an eine andere Händlerin gedacht, die wir später treffen werden. Und ein neuer Lebensstein, sehr schön. Davon haben wir nämlich auch ziemlich viele verbraucht. Was nicht so toll war.
So, wir können ihn hier noch mal töten, weil ich weiß nicht mehr, ob er uns in den Rücken fallen kann, wenn wir nicht aufpassen. Außerdem 90 Seelen sind 90 Seelen. So, jetzt müssen wir uns wieder mit den beiden anlegen.